Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche. Wir sind hier bei dem Segen der Natur, der Quest, nämlich wir müssen jetzt einen Schimmerharz in unserem Besitz bekommen. Wir haben das letzte Mal hier bei der Dunkelwasserkreuzung zwei Drachen mitgenommen in das Reich der Toten und wir schauen da gleich auf der Karte nach, wie es da aussieht. Wir sind da schon richtig, aber da gibt es eine Umgebungskarte, da können wir schauen. Ja, das stimmt dann auch gleich. Und weil wir ja schon so nahe sind, werden wir da gleich ein paar Daedra spawnen. Ah, ein Schimmer. Ja, Refugium entdeckt. Und? Ich glaube, da unten müssen wir dann rein. Achso, das ist das Heiligtum. Oh oh. Wir werden gleich einmal sehen, was da jetzt auf uns zukommt. Ich glaube nichts Gutes. Was mir aufgefallen ist, wir haben unseren Pilger verloren. Bevor wir hier weitergehen, ich suche mal den Pilger schnell. Ich hoffe nicht, dass der Drache ihn uns jetzt beim letzten Mal bei der Kreuzung ja dahin gerichtet hat. Das kann aber leicht sein. Ja, sorry Leute, das muss sein. Wir haben ja versprochen, wir nehmen ihn mit und der ist uns auf der Strecke geblieben, so wie es ausschaut. Ja, habe ich ganz vergessen wegen dem coolen Move beim letzten Mal Drachen töten. Da hinten, der fliegt ja noch. Wo ist denn die Kreuzung? Die Dunkelwasserkreuzung da vorne, glaube ich. Die Füchse sind cool. Da vorne ist die Dunkelwasserkreuzung und da schauen wir noch schnell mal hin. Da ist auch eine Burg. Ja, wenn der jetzt da vom Drachen dahin gerafft worden ist, müssten wir ja irgendwo eine Leiche finden. Spring darüber, komm. Hallo erstmal, ja, bleib du mir bist. Nicht der Magie bloß vom Leib. Ja, klar. Wo hat denn der seinen Eisarten runtergelassen? Nämlich hier irgendwo? Nämlich auf beiden Seiten des Dorfes. Und Maurice. Oh fuck, Leute. Maurice. Wie konnte das passieren, Leute? Nun gut. Okay, jetzt haben wir Gewissheit und dann lassen wir das auch. Verflixt und so genett. Ich sage, die Drachen sind so lästig. Und ich hätte auch nichts machen können, oder? Ja, denke ich mal. Dann gehen wir schnell dahin und holen das Zeug. Na, Hoppelhase. Ja, ich lauf dich über den Haufen auch noch. Da geht's rein. Nun gut. In die rechte Hand mal das Schwert, ja, nämlich das des Himmelschmiedstahls und gespawnt und gespawnt, kommt Jungs und auf geht's. Dann gleich das Schild in die Hand und ja, und da geht's weiter, Leute. Ich muss sagen, ich war da jetzt schon drinnen, ich habe aber Sir Fauler Sack der zweite erschlagen. Echt scheiße, Leute. Ich kann nichts dafür. Der ist mir da in den Weg gesprungen bei einem kleinen Gefecht, aber ja, das vielleicht mache ich daraus ein Takeout, ich habe keine Ahnung. Aber Leute, ihr müsst euch diese Map geben. Das ist beeindruckend. Ja, wo ist denn der? Ah, der Wilkas ist da. Habe ich die Jungs gar nicht gespawnt jetzt? Brauche ich auch jetzt nicht. Aber Meko lebt, also, Sir Fauler Sack, der zweite.
wir geben uns da ein paar Eindrücke von diesem ja echt coolen Indoor Surrounding. Das kommt so cool. Echt. Wer bist denn du? Da vorne ist einer. Meko und aufpassen, gell? Also, ich traue mich ja schon fast nicht mehr kämpfen, wenn der dabei ist, weil, ja, der springt. Willkommen im Ahnenschimmer-Heiligtum. Ja, hallo. Solltet ihr Fragen haben, so wendet euch an Asta. Ja, Asta ist irgendwo hier. Wir suchen uns nur einen coolen Platz mal, um da ein wenig rumzuschauen. Das ist so cool gemacht. Ich komme ja aus dem Staunen nicht raus. Und da hinten oben ist der Baum, ja? Das Heiligtum. Und gebt euch das hier. Ich bin einfach hin und weg. So, ja, da sitzt sie, mit der jungen Dame müssen wir reden. Und gleich einmal aufpassen dann auch. Ist es nicht erstaunlich, etwas derart Schönes an einem Ort vorzufinden, der so trostlos ist wie die vulkanische Tundra? Ja, Asta, du hast vollkommen recht. Preis Kynaret dafür, dass sie solche Schönheit zulässt. Ja, ich preise sie auch, ja, wie auch immer du willst. Was ist das ihr hier für ein Ort? Ihr befindet euch im Ahnenschimmer-Heiligtum. Nur ein kleiner Einblick in die Schönheit, die Kynaret zu bieten hat. Ein wunderbarer Ort, nicht wahr? Mit Sicherheit. Und dieser Baum ist das Ahnenschimmer? Ja. Obwohl es niemandem gelungen ist, sich ihm zu nähern, solange ich zurückdenken kann. Und warum eigentlich nicht? Wie ihr seht, besitzt Ahnenschimmer gewaltige Wurzeln, die sich überall ausbreiten und den Weg zum Stamm versperren. Gerüchten zufolge soll es aber eine Waffe geben, die Ahnenschimmer dazu bringen könnte, die Wurzeln zu heben. Mehr vor Furcht als vor Respekt. Aha. Meint ihr diese Waffe? Nesselfluch? Zeige ich dir die mal? Die Gerüchte waren wahr. Ich flehe euch an, fügt dem Baum keinen Schaden zu. Das würde nur Unheil bringen. Willkommen im Ahnenschimmer-Heiligtum. Solltet ihr Fragen haben, so wendet euch an Asta. Okay. Also das ist unser Baum, da müssen wir rauf. Wir müssen dann auch gleich den Nesselfluch-Dolch ausrüsten und da raufhirschen. Wir haben dann ein kleines Problem. Wir bekommen dann Gegner. Die räumen alles aus dem Weg, was sie da in die, ja, zwischen die Finger bekommen. Und vielleicht schaffen wir es, wenn wir schnell genug sind, die Jungs hier zu retten. Die zwei, also das Mädel und den Jungen hier. Aber da müssen wir, glaube ich, echt fix sein. So, und du lass uns da hier vorbei. Objekte, Waffen und Nesselfluch ausrüsten. In die rechte Hand nehmen wir. Und habe ich denn jetzt nicht ausgerüstet? Na klar, was ist denn da jetzt? Komm her. Zack, lass uns da rein. Ahnenschimmer, sei nicht so. Es ist ja für einen guten Zweck. Es ist ja für einen Ableger von dir. Ja, wir brauchen nur ein wenig Harz. Und wir machen dann noch eine Aufnahme. Seht euch das an. Ist das nicht cool? Ja. Ich glaub's ja nicht. Ja, ich komme aus dem Schwärmer nicht raus. Wir müssen da jetzt eine Kerbe reinhauen dann. Aber bevor wir das machen, schauen wir nochmal darunter. Da sind eben die zwei Protagonisten da unten und die werden wahrscheinlich nicht zu retten sein, aber egal. Wir bekommen es hier nämlich mit Zweiglingen zu tun und die haben alle möglichen Angriffsarten. Ich weiß nicht genau, was die alles machen. So, wir nehmen das einmal, das und das und jetzt sollten wir rasch einmal, ich weiß nicht, wie wir das am besten machen. Ich werde dann da runter sprinten. Wilkas, du machst das. Wir werden das aktivieren. Komm her. So. Und jetzt aber rasch. Weg hier.
So. Und wir werden da das Schwert in die Hand nehmen, weil... Und noch, ja, noch irgendwas. Da... Blitz, Lähmen, Gesundheit, Blitz, magischer Schaden, das brauche ich nicht. Ah, die haben da Feuer und Eis, haben es nicht gern. Da Feuer. Ja, komm. Und jetzt aber schnell darunter, dass die überleben. Da sind auch zwei, ja. Ich liebe Herausforderungen. Da ist noch wer, irgendwo da vorne, ja. Schnell. Oh, der ist gestorben. Okay. Ah, wo ist sie? Ja, einer lebt. Meiko lebt auch. Ihr wisst ja nicht, womit ihr es zu tun habt. Wenn ihr dem Baum etwas antut, wird es Konsequenzen haben. Verlasst diesen Ort. Ihr seid hier nicht mehr willkommen. Ist okay. Ist gebonkt, Mädel. Ah, ich möchte nochmal Entschuldigung ihr sagen. Ihr wisst ja nicht, womit ihr es zu tun habt. Wenn ihr dem Baum etwas antut, wird es Konsequenzen haben. Verlasst diesen Ort. Ihr seid hier nicht mehr willkommen. Ja, Asta, mach nicht so einen Wirbel. Wir haben uns schon mit der Dae dran angelegt und ja, was weiß ich auch. Schade. Was war denn das? Das war ein besonderer Streitkolmenz? Ne, gar nicht. Sorry, echt. Ich habe mich beeilt, aber es ging nicht mehr. Und die haben nur Pfahlwurzeln, so viel ich weiß. Pfeile und eben Pfahlwurzeln. So, noch schnell einmal die Heilung in die Hand. Wer weiß, wie es unseren Begleitern geht. Die Starke nehme ich in beide. Schauen wir mal. Wilkas. Und Meko. Sehr fauler Sack. Ist okay. Ist die jetzt weg? Nein, die sitzt da unten. Nun gut. Wir haben das Zeug jetzt und werden uns auf den Weg retour machen. Aber ich kann hier den Blick nicht lassen von da oben. Nun gut. Sehr voller Sack lebt. Und wir werden uns da jetzt auf den Heimweg begeben. Einfach so. Wir müssen da wieder raus. Und ich schätze, da gibt es nicht mehr zu erkundigen. Zu erkunden. Nee. Gehen wir. Aber eigentlich könnten die für eben so eine schöne Umgebung auch eine bessere Musik machen. Die Hintergrundmusik ja in den Katakomben, in den Dungeons ist ja wirklich ein wenig bedrückend, finde ich. So. Wir haben uns jetzt natürlich mit dem Geist der Natur angelegt, aber ist ja egal, weil diese Zweiglinge, die greifen uns ja so und so immer an. Bären greifen uns an, eigentlich alles greift uns an in Himmelsrand. Darum, ja, kann es uns ja auch schon egal sein, was da so abgeht. Aber mit dem Hund, den müssen wir noch, schaut euch den Drachen an dahin. Ja, geh, sei froh, du kommst auch noch in die Hundeschule. Gut, wir müssen da jetzt zurück, schätze ich mal. Wo ist denn jetzt, wo sind wir da? Ah, da oben, sorry. Total nach Weißlauf. Und das übergeben wir dann und dann denke ich mal, ist es Zeit für den Abschluss dieser Quest. Aber ich bin noch immer total hin und weg von dieser schönen Anlage im Innern, gell? Dort eine Hütte bauen, das wäre was, ne? Aber ich bin ja echt gespannt, was die jetzt sagt, wenn wir ihr das bringen. Ob die jetzt böse ist oder nicht. Weil wir hätten ja den Pilger nicht verlieren sollen. Was war denn das jetzt für eine Musik? Was war denn das für eine Musik jetzt? So, Tempelfunken heute. Als ob irgendwas Tragisches im Hintergrund passiert wäre, ihr Leute. Ja? Habt ihr dieses Ding gehört?
So, du mit dem Marker auf dem Knopf, auf dem Kopf. Habt ihr das Ahnenschimmerharz? Ja, ich habe das Harz. Hättest auch nicht mehr gedacht, ich weiß ja eh. Wunderbar, damit werde ich den Baum retten. Genau. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe. Ah, puh. Also von dir können wir auch was lernen. Na, schau einmal. Na gut. Die Gnade von Kynaret sei mit euch. Ja, super. Und jetzt Belohnung? Was war denn da? Jetzt habe ich nicht... Ja, das habe ich... Das Fieber? Mein Körper. Wir könnten nochmal Heilung probieren, ja. Starke Heilung. Rechts, links, in beiden Händen haben wir noch. Ob wir da jemanden heilen können? Das ist ein kränklicher Bauer, Leute. Ich halte das nicht aus. Lass es aufhören. Da geht gar nichts. Vielleicht da drüben noch einmal schnell den Soldaten. Hier geht es auf einmal viel besser. Wünsche ich, möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Ja, das werden wir auch. Ah, Wildkasten, den habe ich auch geheilt. Du kriegst auch noch was ab. Hallo, Kind. Was? Okay. Leute. Doch in letzter Zeit bin ich eher eine Krankenschwester als eine Priesterin. Ich pflege all jene, die in diesem Krieg gelitten haben, sei es geistig oder körperlich. Ja? Ich weiß, diese Zeiten stellen uns alle auf eine harte Probe. Viele suchen den Tempel von Kynaret auf, um zu beten. Und ich helfe ihnen, so gut ich kann. Okay. Ja, bitte. Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Kannst du uns noch trainieren? Geht das überhaupt? Ah, das ist mir viel zu teuer. Reist durch das großartige Himmelsrand und Kynaret reist mit euch. Ja, schön. Jetzt bin ich ja gespannt. Da kann man noch immer nichts nehmen. Ah, Lavendel und die Blumen, die gehen jetzt mittlerweile, ohne dass wir sie stehlen. Ja, aber sonst ist da eigentlich nicht viel passiert. Eine Danksagung haben wir auch nicht bekommen. Wir verschwinden da, schauen wir mal einen Baum an noch. Und nach einer gewissen Weile, wenn wir wieder vorbeischauen und schauen uns den Baum nochmal an, ob sie jetzt ihr Versprechen eingehalten hat. Ja, der schaut schon etwas mickrig aus. Wilkas hat wieder die Fackel angemacht, nehme ich an. Ja, klar. Und mit diesen letzten Eindrücken verabschieden sich Tosita, Sir Fauler Sack Nummer 2 und Wilkas sowie ich und wünschen euch noch einen schönen Abend. Euer Toso. Ciao.